Hallo und willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Irina Frank und hier erwartet euch wie immer eine frisch zubereitete Tasse Photoshop. Noch mehr Tutorials findet ihr unter capophotoshop.com, wo ich das Erlernen von Photoshop zum Vergnügen mache. Heute werden wir zum Make-up-Artist. Nicht jeder Fotograf hat ein Budget für einen Visagisten oder der Visagist kann aus irgendeinem Grund nicht genau das Make-up machen, was er euch vorstellt. Es gibt keinen Grund, frustriert zu sein, schließlich haben wir ja Photoshop. Ich habe auf Pinterest 3 Bilder gefunden und wir werden das Make-up nachmachen. Übrigens, wisst ihr, dass die Likes für das Video euch nichts kosten? Klickt mal drauf und überprüft es. Und in den Kommentaren schreibt mir bitte, wie oft ihr euch wegen schlechtem Make-up geärgert habt und es dann später in Photoshop korrigieren musstet. Und jetzt gehen wir zum Photoshop über. Wir fangen mit diesem Bild an. Ich erstelle eine Gruppe und nenne diese Variante 1. Das Beispielbild kann ich jetzt ausschalten und vergrößere das Bild. Ich nehme das Zeichenstiftwerkzeug und werde Kontur in ähnlicher Form wie auf dem Bild zeichnen. Aber bevor ich das mache, gehe ich zu dem Panel Pfade und erstelle eine neue Ebene, indem ich auf das Symbol hier unten klicke. Ehe gesagt, das ist keine Ebene, sondern ein Pfad. Nun erstelle ich einen Pfad. So, ich klicke hier drauf, dann hier. Und schließe den Pfad. Jetzt erstelle ich eine weitere Ebene und mache andere Formen fertig. Noch eine weitere Ebene und hier auch erstelle ich einen Pfad. Nun halte ich STRG und SHIFT-Tasten gedrückt und klicke auf alle diese 3 Ebenen. Ich bekomme eine Auswahl und kehre nun zu unseren Ebenen zurück und füge der Gruppe Variante 2 eine Maske hinzu, indem ich auf das Symbol hier unten klicke. In dieser Gruppe erstelle ich eine Farbton-Sättigung-Ebene und verschiebe den Sättigungsregler vollständig nach links. Somit ist die Originalfarbe weg. Wir haben schwarz-weiße Bereiche. Nun erstelle ich eine selektive Farbkorrekturebene, wähle Grautöne aus, ich reduziere Cyan, füge mehr Gelb hinzu und reduziere noch ein bisschen Magenta. Damit das Ganze natürlicher aussieht, ein Doppelklick auf diese Ebene und mit Hilfe von Mischen-Wenn-Funktion holen wir die ursprünglichen Schattenbereiche teilweise zurück. Ich halte Alt- oder Option-Taste gedrückt und teile den schwarzen Schieberegler in 2 Teile auf und verschiebe einen Teil so weit nach rechts, bis ich den gewünschten Effekt habe. Ich schaue hier hin und so kann ich mich entscheiden, wie weit ich den Schieberegler verschieben soll und klicke auf OK. So sieht das Ergebnis aus. Diesen Teil werde ich gerne ein bisschen zur Seite verschieben. Ich aktiviere die Maske und dann werde ich das Fischfinger-Werkzeug nutzen und verschiebe einfach diesen Teil. Nun nehme ich einen Pinsel, schwarze Farbe und korrigiere ein bisschen die Maske. Die Deckkraft und der Fluss sollte 100% sein. Also, da schauen wir uns das vorher und nachher an. Das war vorher und das ist nachher nochmal vor und nach. Zweites Bild. Ich erstelle wieder eine Gruppe, nenne diese Variante 2. Wir haben hier 2 Farben, Gelb und Blau. Also erstelle ich 2 Gruppen in der Gruppe Variante 2. 1, 2.
und nenne diese entsprechend blau und gelb. Gehe ich wieder zu dem Faden und erstelle einen neuen Pfad. So, nun erstelle ich alle Formen, die ich brauchen würde. Die Form Nummer 1, dann die Form gleich Nummer 2, die muss ich vielleicht dann die Maske noch ein bisschen anpassen, werde ich dann sehen. Die Form Nummer 2 und jetzt erstelle ich die letzte Form, die Form Nummer 3. Die kann ich später noch ein bisschen anpassen, wenn die Form nicht so gut aussehen sollte. Ich halte Shift und Steuerung-Taste gedrückt und klicke auf zwei Formen, die gelb sein sollten. Ich kehre zu den Ebenen zurück. Ich füge der Gruppe Gelb eine Maske hinzu, indem ich auf das Symbol hier unten klicke. Ich werde wieder zuerst die Farben entfernen. Dafür erstelle ich eine Farbton-Sättigung-Ebene und reduziere die Sättigung. Alles, was wir jetzt brauchen, ist die Farbe. Ich erstelle eine weitere Farbton-Sättigung-Ebene, aktiviere Färben und verschiebe den Farbton-Regler auf Gelb und erhöhe die Sättigung und helle die Farbe ein bisschen auf. Die Maske hier will ich noch ein bisschen anpassen. Ich nehme einen Pinsel, aktiviere die Gruppenmaske. Der Fluss ist ca. 10% und ich male hier ein bisschen mehr. Ich erhöhe den Fluss. Und male ein bisschen mehr. So finde ich besser. Jetzt will ich aber die dunkleren Bereiche des Originalbildes zurückhaben. Ein Doppelklick auf diese Ebene. Ich halte Alt- oder Option-Taste gedrückt und splitte den schwarzen Schieberegler in zwei Teile, bis ich den gewünschten Effekt habe. Ich gucke immer auf das Bild und verschiebe den Schieberegler weiter und klicke auf OK. Jetzt gehen wir zu dem Panel Pfade zurück. Ich halte Steuerung oder Command-Taste gedrückt und klicke auf die Ebene, die blau sein sollte. Aktiviere die Gruppe Blau und füge eine Maske hinzu. Dann gehe ich zu der Gruppe Gelb und wähle beide Ebenen aus, halte Alt- oder Option-Taste gedrückt und verschiebe jetzt diese Ebenen auf die Gruppe Blau. Somit erstelle ich eine Kopie von diesen Ebenen. Aktiviere dann die Farbton-Ebene, mit der wir die Farbe angepasst haben, und verschiebe den Farbtonregler in den blauen Bereich und dunkle die Farbe ein wenig ab. Jetzt muss ich noch die Maske ein wenig anpassen. Erstmal nehme ich einen Pinsel, der Fluss ist 100%, weiße Farbe und ich korrigiere die Maske erstmal hier oben und dann nehme ich die schwarze Farbe und male über die Zähne. Die müssen nicht unbedingt blau sein. Die gelbe Farbe hier können wir auch ein bisschen noch anpassen. Ich erstelle wieder eine Farbton-Sättigung-Ebene, verschiebe den und erhöhe die Sättigung. Invertiere die Maske, STRG I, Command I, nehme weiße Farbe und male hier drauf. Das haben wir als Ergebnis. Das war vorher und das ist nachher. Wie ihr seht, ist alles gar nicht kompliziert. Und das ist unser drittes Bild. Hier ist alles noch einfacher. Was wir brauchen werden, ist eine spezielle Pinselspitze. Die sieht ungefähr so aus wie ein Pinselstrich.
Aber solche Pinseln findet ihr überall im Internet kostenlos. Nun erstelle ich eine Gruppe. Nenne diese Variante 3. In dieser Gruppe erstelle ich eine Ebene Farbton-Sättigung und reduziere vollständig die Sättigung. Jetzt füge ich dieser Gruppe eine schwarze Maske hinzu. Ich aktiviere die Gruppe, halte die Alt-Taste gedrückt und klicke auf das Maskensymbol hier unten. Nun nehme ich den Pinsel, weiße Farbe, die Deckkraft und der Fluss 100% und jetzt klicke ich dort, wo ich das Make-up zufügen möchte. Jetzt helle ich das Ganze ein wenig auf. Ich erstelle eine Gradationskurve und verschiebe diese nach oben. Ein Doppelklick auf diese Ebene und ich hole die dunklen Bereiche zurück. Ich halte die Alt- oder Option-Taste gedrückt und teile den schwarzen Schieberegler in zwei Teile. Und somit kommen die Schatten, seht ihr? Wenn ich den Schieberegler verschiebe, wie die Schatten zurückkehren. So, und ich klicke auf OK. Ich würde gerne noch die Highlights verstärken. Ich erstelle eine weitere Gradationskurve, fixiere die Mitte und verschiebe den Weißpunkt nach links. Somit verstärke ich die Highlights. Zusätzlich können wir noch eine leichte Tönung hinzufügen. Ich erstelle eine farbliche Ebene und wähle eine Tönungsfarbe aus. Zum Beispiel diese. Ich ändere den Mischmodus auf Farbe und reduziere die Ebenendeckkraft. Nun nehme ich eine runde Pinselspitze, also Standard. Nun aktiviere ich die Gruppenmaske, nehme einen Pinsel, schwarze Farbe, der Fluss ist ca. 10% und ich maskiere die Bereiche, die nicht verändert sein sollten. Die Farbe können wir immer ändern, wir können irgendwelche kühlere Töne aussuchen. Die Ebene der Kraft anpassen. Wenn ihr verschiedene Korrekturebenen nutzt, dann ist es sehr einfach zu experimentieren, korrigieren, anpassen, so wie ihr gerne möchtet. Seht ihr, wie wichtig ist es, nicht destruktiv zu arbeiten? Ich hoffe ja. Nun ist das Video zu Ende. Danke fürs Zuschauen, für eure Likes und Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder.